Okay, aber wenn man schleicht, ist es noch einigermaßen in Grenzen zu halten. So, versuchen wir mal einen Stealth-Kill. So, das war jetzt so ein sogenannter Stealth-Kill. Man hat gesehen, verursacht natürlich keinen Lärm oder sowas. Ja, dann haben wir jetzt mal so ein Messer in den Hals gerammt. Ich denke, es gibt noch andere, habe ich gesehen, wo ihm einfach nur das Genick bricht und so. Aber vielleicht werden wir diese auch noch sehen. So, dann verstecken wir uns mal hier hinter. Oder nee, ihr habt eine bessere Idee. Dann bleiben wir mal kurz hier im Haus und holen wieder unseren Visor. Der wird uns zeigen. Da haben wir jetzt eins. Taktisches Objekt benutzen. Wir hätten aber auch hier springen und da neutralisieren. Also das heißt, wir müssen dieses Objekt benutzen. Wir können entweder dann springen oder wir neutralisieren alle Gegner. So, dann kämpfen wir uns mal zuerst mal zum ersten Objekt vor. Mal gucken, was das sein wird. Es scheint, als wären wir in irgendeiner alten Festung. Das Wichtigste ist natürlich, dass man beim Schleichen unten rechts die Energie beachtet. Wir haben noch 75%, das ist jetzt kein Problem. Oh, eine alte Kanone. Ich denke, das ist das, was man benutzen soll. F halten, um den... Ah, interessant. Oh, da hinten sehen wir ja einen. Versuchen wir uns mal an, den ein bisschen ranzuschleichen und noch mit einem Stealth-Kill auszuschalten. Prophet, hören Sie. Ich bin vor der Evakuierungsstation. Sie müssen herkommen. Ich weiß nicht, wie lange ich dort halte. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen schief gegangen, obwohl ich Stealth-Kill gedrückt habe, aber... Ich weiß nicht, vielleicht hat er uns bemerkt oder es war nicht lang genug, wie ich gedrückt habe. So, was haben wir denn hier? F halten, um E-Mail runterzuladen. Oh, sehr gerne. Wer will keine E-Mails haben? Okay. Auf Shift ist natürlich Standard drin. Natürlich verbraucht das auch Energie. Alles verbraucht hier Energie. Normalerweise hat man natürlich seine Puste. Weil wenn man so hypermäßig schnell hier ist, verbraucht es halt die Energie vom Anzug. So, dann schleichen wir uns jetzt mal wieder ein bisschen. Man muss ja nicht unbedingt alles auf gegeneinander hetzen. Okay, halten wir mal wieder B. Und was haben wir hier für Optionen? 3 ist Deckung, beobachten, benutzen, verlassen und infiltrieren. So. Mit der Maus 2-Taste kann man sich sozusagen hier rüberlehnen und dann gucken, was da passiert. Das ist natürlich wie in jedem Shooter, nur hier kann man... Kann man hier auch von der Seite? Ah ne, vielleicht ist sie zu klein. Aber ich glaube, man kann sich hier auch normalerweise sozusagen herumlehnen. Oh, der scheint mir ein bisschen höherrangig zu sein. Deshalb hat er eine andere Uniform. Suche mit dem mal Stealth zu killen. Ah, hat funktioniert. So, natürlich wissen jetzt die anderen beiden, dass wir auch hier sind. Tot. Noch einer. Wo ist denn der? Ah, der hat uns nicht bemerkt, aber egal. Tod ist tot. So, unten links neben der Karte sieht man so eine kleine Anzeige. Rot heißt, man ist entdeckt und ja, natürlich weiß ist eben alles in Ordnung, man wird nicht gesehen und so. Gelb ist natürlich, oh, sie haben einen gemerkt oder haben gemerkt, dass irgendwo einer wohl ist und dann soll man da ein bisschen aufpassen. Kann sein, dass sie dann einen entdecken, wenn sie direkt vor einem dann stehen. So. Wir sind jetzt hier in einer Art Basisstützpunkt, Abschottung, ja, whatever. Halt, was das Militär immer baut, um sozusagen Seuchen zu kontrollieren. Oh! Oh! Eieiei, da hat uns doch jemand noch erkannt. Ja, wenn wir jetzt in Stealth-Modus gehen, erkennt uns immer noch. Ah, ne, er rennt jetzt bestimmt bloß, um uns zu finden. Oder um sich selber zu verstecken. Oh, wir sind jetzt hier in den Ambulanzwagen reingestiegen. Interessant. Na, überraschen wir sie mal ein bisschen. So, unten auf der Karte kann man natürlich auch ganz schön sehen. Da wird natürlich angezeigt, wo die Gegner sind. Das erleichtert natürlich das Spielen sehr.
Heißt aber nicht, dass man länger überlebt, weil man mehr von den Kugeln einstecken kann. Das nicht, das ist einfach nur zur Erleichterung, damit man weiß, wo die sind. Oh, ich soll mich ein bisschen verziehen. Ah, ich mache mich mal ein bisschen unsichtbar, damit ich ein bisschen Luft bekomme. Da wir natürlich noch nicht die beste Funktion haben, die unser Anzug bietet. Oh, Granate. Sieht man so im netten Granatensymbol, wo sie dann ist. Tarnfeld aktiviert. So, hier ist noch irgendwo einer. Ich glaube, der ist hier oben im Turm, ja. Vielleicht steht er mal gleich auf, dann kann man den eliminieren. Wenn nicht, dann muss ich ein bisschen näher an ihn ran. Es scheint, als wäre die einzige Möglichkeit, auf den Turm zu kommen, wenn man hier über dieses Fass hochspringt. Dann versuchen wir das mal. Fast auf diesem Container. Ah, versuchen wir mal einen Stealth Kill. Ach ne. So ist es einfacher. Hopp. Ah, irgendwo ist hier noch einer. Ich höre einen. Ah, da oben. Ah, hat man das gehört? Vielleicht nochmal jetzt? Ja, ab und zu, wenn die Patronen hier unten auf das Metall knallen, machen sie ein eigenes Geräusch. Da, da hört man's. Ja, finde ich sehr interessant gemacht. Sonst hört man nie, dass irgendwas mit den Patronen passiert. So, neue Munition aufgehoben. Ah, hier ist es zum Beispiel. Nach links lehnen. Dann lehnt man sich hier nach links. Das ist natürlich auch sozusagen die erweiterte Deckung macht. Ah, natürlich kann man über ihn rüberspringen und dann im Sprung schießen. Das ist natürlich nicht sehr genau, aber... ich denke, wird schon einen Zweck haben. Na, lebt er immer noch? Nee. Anscheinend hat ihn die Explosion des Wassers gekillt. So, der blaue Punkt heißt, wo wir hin müssen. Dann bewegen wir uns mal dahin. Ha, hier ist zu. Dann müssen wir uns mal wieder einen anderen Weg suchen. Ah, wäre ja zu offensichtlich, wenn man durchs Tor geht. Und natürlich, wenn man rennt und sich duckt, kann man so ein bisschen rutschen. Yay! Prophet, wir sind überall Zell. Ich muss raus. Wir treffen uns im Labor. Beeilen Sie sich! Tarnfeld aktiviert. Werden zur sofortigen Behandlung in einen sicheren Bereich gebracht. Oh, eine Dekontaminierungszelle. Interessant. So, dann mache ich jetzt mal kurz Pause und wir sehen uns gleich wieder.